Also, ich habe das Paket jetzt geöffnet. Ich sehe nur Styropor. Ich versuche das jetzt mal hier so anzuhebeln. Ich weiß nicht. Okay. Kommt mir auf jeden Fall noch kein Tier entgegen. Das ist schon mal was Gutes. Das sieht ihr jetzt nicht auf dem Video, aber es riecht schon ziemlich nach Fisch. Finde ich jetzt nicht so cool. Ein bisschen Schiss, dass das Gute dann jetzt schon hier irgendwo ausgelaufen ist oder rumläuft. Ah, da ist noch ein Styroporkarton drin. Wahrscheinlich ist die Krabbe da drin. Auf jeden Fall gut gepolstert. Also egal wie DHL damit umgegangen ist, dürfte nicht viel passiert sein. Gut, das ist halt ziemlich dreckig, ehrlich gesagt. Nichts ausgelaufen, wie ihr seht, kein Wasser. Da drin bewegt sich allerdings nichts. Ich höre nichts krabbeln, nichts scharren. Ja, ich filme gleich weiter, wenn ich das geöffnet habe. Okay, also ich habe den Karton jetzt auch geöffnet. Ich hebe das jetzt mal ab. Ist schon Wasser ausgelaufen. Ich hoffe, die Krabbe hat noch irgendwas. Und ist ja auch erst nur einen Tag unterwegs gewesen. Oh, das ist schon sehr nass. Das ist wirklich, wirklich nass. Das ist nicht so cool. Ja, das ist auch komplett nass. Das auch. Gut. Hat wohl doch nicht so gut geklappt, wie die sich das gedacht haben, glaube ich. Da ist doch irgendwas offen. Ich weiß nicht. So wurde das gemacht. Also, man erkennt jetzt schon die Krabbe da unten rechts. Ziemlich eindrucksvolles Tier, rot. Besonders weiße Scheren. Das hier sind die Schnecken, die ich noch bestellt habe. Und die sind natürlich nur mit so einem Gummi hier oben zu, mit so einem Metallclip. Wahrscheinlich ist da das Wasser rausgekommen. Die Krabbe ist in so einem. Die Krabbe ist tatsächlich in einem. Ach, guck mal, hier ist sogar so ein Hitzepaket. Das ist extra so ein. Pets Shipping Warmer, ne? Also so ein Transport-Wärmekissen. Und das ist sie nun. Sieht doch gut aus. Ja, cool. Ich gucke sie mir gleich nochmal genauer an, ob sie wirklich gesund ist, alle Scheren hat, atmet. Und dann mache ich noch ein Video. Also, soweit ich beurteilen kann, sieht sie sehr gut aus. Ich erkenne, dass sie alle Beine hat, alle Scheren. Die ist auch agil. Die ist hier schon einmal im Kreis gelaufen in dem Kartönchen. Werde sie jetzt mit der Verpackung ins Terrarium setzen und dann den Deckel öffnen. Ich hoffe, dass sie dann einfach von alleine losrennt. Wenn sie es jetzt nicht tut, muss ich sie leider dann auch holen, aber ich bin schon so auf mich reagiert gerade. Deswegen wird das sicherlich kein Problem. Ist gar nicht so einfach mit einer Hand. Ich hoffe, ich greife sie mich nicht an.
rausrennen, wenn sie das möchte. Oder ich weiß ja einfach nur noch nicht, was es jetzt Freiheit bedeutet. Na, geh mal. Tata. Du kannst los. Dass sie jetzt bei der Häutung bei der letzten auf der Rückenseite wohl den Panzer nicht ordentlich ausgebildet hat. Macht aber in dem Fall nichts, das kann sie wieder ausbauen. Geht auf jeden Fall auf Bewegung, auf Licht. Sie guckt sich jetzt den Boden an. Ja. Ich filme dann demnächst wieder, wenn es was Neues gibt.